Blüten, Blätter, Triebspitzen oder auch gleich ganze Triebe werden trocken, treiben nicht mehr aus. Das sind Symptome, die man derzeit leider sehr, sehr häufig antrifft. In Steinobstkulturen wie der Marille, Sauerkirschen, Süßkirschen, vielleicht aber auch bei Pfirsichen und Zwetschgen. Diese Symptome beschreiben Monilia. Und um genau die soll es in diesem Video gehen, denn in der heurigen Saison 2024 sind die bisherigen Monilia-Schäden, die aufgetreten sind, zum Teil wirklich verheerend. In diesem Video besprechen wir, was du tun kannst, worauf du achten musst, was du einsetzen kannst, damit es in Zukunft keine Probleme mehr mit Monilia gibt. Viel Spaß beim Video. Monilia Spitzendürre ist eine Pilzerkrankung, die vor allem im Steinobst auftritt. Obstarten, die besonders sensibel dafür sind, sind Marillen, in Deutschland Aprikosen genannt, oder auch Sauerkirschen, zu denen wir in Österreich Weichseln sagen. Süßkirschen, Pfirsiche oder Zwetschgen können Monilia aber ganz genauso bekommen, sind aber etwas toleranter, etwas widerstandsfähiger, werden nicht so leicht infiziert wie die Sauerkirschen oder die Marillen. Die Infektion selbst, die passiert in der Blütezeit und auch über die Blütenorgane. So wie es bei den meisten Pilzkrankheiten der Fall ist, werden auch Monilia-Infektionen vor allem durch feucht-nasse Witterung besonders gefördert. Und in diesem Jahr war es zum Beispiel in der Marillenblüte in fast allen Anbauregionen so, dass die Blüte sehr lange gedauert hat. Wir hatten einen überdurchschnittlich warmen Februar. Die ersten Sorten sind schon sehr früh, teilweise sogar im Februar schon in die Blüte gegangen. Und im Anschluss hat sich die Blüte über wirklich mehrere Wochen gezogen. Es war zwar nicht kalt, aber auch nicht warm. Und genau dieses Wetter bietet eigentlich Parade-Infektionsbedingungen für den Monilia-Pilz. Und so ist es auch im heurigen Jahr. Wir bekommen derzeit wirklich täglich Anrufe und E-Mails, sowohl von Hausgärtnern, aber auch von Erwerbsobstbauern, die Probleme mit Monilia haben und fragen, was zu tun ist. Damit man aber gar nicht nach einem Monilia-Befall reagieren muss, ist es äußerst ratsam, mal alle vorbeugenden Maßnahmen, die möglich sind, auch wirklich zu treffen. Und dazu zählt vor allem das vollständige Abernten der Vorjahresernte. Wenn nämlich Früchte auf den Bäumen über Winter verbleiben, dann bilden sich sogenannte Fruchtmumien. Und diese verpilzten Fruchtmumien, die sind ein gewaltiger Sporenherd für die nächstjährige Infektion. Denn sobald es warm wird im Frühjahr, beginnen diese Fruchtmumien zu sporulieren, bilden sich Konidien und können die Infektionen passieren. Wer also die Bäume im Vorjahr komplett aberntet, der reduziert das Infektionspotenzial für das nächste Jahr schon mal stark, und das sollte man immer unbedingt machen. Anders wie bei vielen anderen Krankheiten ist es bei Monilia leider so, dass es keine nennenswerten Sortenunterschiede in der Widerstandsfähigkeit gibt. Es gibt zwar immer wieder Versuche, bei denen eine Sorte etwas Monilia robuster abschneidet als eine andere. Wenn man sich diese Versuche aber mal im Detail anschaut, dann ist es sehr oft leicht begründbar, warum eine Sorte oder eine Sortengruppe robuster ist als eine andere, denn es hängt ganz oft einfach mit der Blütezeit zusammen. In diesem Jahr ist es beispielsweise so, dass die spätblühenden Sorten tendenziell Monilia robuster in Versuchen abschneiden. Das liegt aber ganz einfach daran, dass frühblühende Sorten dieses Jahr Ende Februar, Anfang März in die Blüte gegangen sind und dort starke Niederschläge gefallen sind, die die spätblühenden Sorten nicht in diesem Ausmaß abbekommen haben. Kann aber in einem anderen Jahr auch genau andersrum ausschauen, dass die frühblühenden Sorten vielleicht schon verblüht sind, spätblühende Sorten noch in der Blüte sind und dann schneiden auf einmal die spätblühenden Sorten als sensibel ab. Deswegen würde ich sagen, muss man Resistenzen gegenüber Monilia und diesen Versuchsergebnissen immer etwas kritisch gegenüberstehen. Die können wirklich von Jahr zu Jahr und von Versuch zu Versuch ganz, ganz unterschiedlich sein. Wenn Infektionen passiert sind, dann äußert sich diese in den benannten Symptomen, dass Triebspitzen zurücktrocknen, Blüten und Blätter zurücktrocknen. Und der Name Spitzendürre kommt auch daher, dass eine einzelne Blüte, die befallen ist, in der Mitte eines Triebes ausreicht, dass der komplette darüber liegende Triebteil
zurücktrocknet und abstirbt. Denn wenn es zu Infektionen in der Blüte kommt, dann gelangt der Pilz sehr schnell ins darunterliegende Holz und schädigt dieses schnell und stark und auch irreparabel. Deswegen bleibt als einzige Möglichkeit, nach einer Infektion einen Gesundungsschnitt zu machen und die befallenen Stellen aus dem Baum herauszunehmen und deutlich bis ins gesunde Holz zurückzuschneiden. Das heißt, lieber 10-20 cm eines Triebes mehr wegnehmen als zu wenig und der Pilz verbleibt im verbleibenden Holz. Damit man aber gar nicht befallene Stellen ausschneiden muss, sollte man weitere vorbeugende Maßnahmen treffen, wenn die Infektionsbedingungen da sind. Befallen wird immer die Blüte. Das heißt auch, je länger die Blütezeit dauert, bei kühlem Blühwetter kann sich eine Marillenblüte durchaus mal über 2 bis 3 Wochen erstrecken. Bei warmem Blühwetter hatten wir es auch schon, dass die Blüte einzelner Sorten in 3 Tagen vollkommen vorbei war. Je länger die Blütezeit, desto länger auch das Infektionsrisiko. Und da jetzt vor allem vor Nässe, wobei es gar keinen Regen geben muss, Tau kann bereits ausreichen, um dem Monilia-Pilz ausreichend gute Bedingungen zu bieten, um zu keimen und das Holz auch schnell zu befallen. Es gibt jetzt verschiedenste Möglichkeiten, um bei Infektionsbedingungen die Bäume mit Pflanzenschutzmitteln zu schützen und das möchte ich mit euch jetzt besprechen. Sowohl Möglichkeiten für den Hausgarten, für den biologischen Erwerbsobstanbau und auch für den konventionellen Anbau. Wenn die Blüte einmal vorbei ist, dann ist vorerst das Risiko von Monilia Spitzentüre gebannt. Was sehr wohl noch auftreten kann, das ist Monilia Fruchtfäule. Das ist ebenfalls der Monilia-Pilz. Es gibt verschiedene Monilia-Pilz-Stämme, wie zum Beispiel Monilia laxa oder Monilia fructigena. Monilia Fruchtfäule tritt aber vor allem dann auf, wenn es Fruchtverletzungen gibt und der Pilz über die Fruchtverletzung, Schalenverletzung, die Frucht befallen kann. Monilia Spitzentüre, das ist nach der Blüte vorerst kein großes Risiko mehr. Wenn in die Blüte Infektionsbedingungen herrschen, sprich Niederschläge, dann hat man für den Hausgarten vor allem die Präparate Duaxo Universal Pilzfrei und Neovit Pilzstopp zur Verfügung. Diese beiden Präparate haben denselben Wirkstoff. Es wäre also egal, welches der beiden man einsetzt. Der Wirkstoff ist Difenoconazol. Und das ist auch derselbe Wirkstoff, der beispielsweise in im konventionellen Anbau in vielen Ländern zugelassenen Präparat Score drinnen ist. Dieser Wirkstoff hat eine sehr gute Monilia-Wirkung und wenn man kurz vor einem Niederschlag mit diesen Präparaten behandelt, dann kann man davon ausgehen, dass diese Infektion sehr gut abgedeckt ist. Ebenfalls eine Wirkung auf Monilia haben Kupferpräparate. Im Hausgarten gibt es hier das Cuprofor Flow. Im biologischen und konventionellen Erwerbsanbau gibt es noch viel, viel mehr Präparate. Ich blende euch hier jetzt auch einige davon ein. Immer bitte darauf achten, welche Produkte in welchem Land und für welche Kultur zugelassen sind. Kupfer hat aber bei weitem keine so gute Wirkung, wie es die beiden vorher genannten Präparate haben. Kupfer würde ich persönlich eine Nebenwirkung auf Monilia zuschreiben. Auf was Kupfer aber sehr gut wirkt, ist Pseudomonas, welches gerne kurz vor der Blüte Steinobstbäume infiziert. Im weißen Ballonstadium setzen auch wir im konventionellen Anbau sehr gerne einmal Kupfer ein, um Pseudomonas-Infektionen vorzubeugen. Diese sehen Monilia sehr, sehr ähnlich und werden auch sehr häufig mit Monilia verwechselt. Pseudomonas-Syringe wird auch Bakterienbrand genannt und hat zwar ähnliche Symptome, muss aber einfach anders in der Bekämpfung gesehen werden. Was auch noch im Privathaushalt auf der einen Seite selbst herstellbar, auf der anderen Seite käuflich und einsetzbar ist, das wäre Schachtelhalmextrakt. Auch das wäre eine biologische Alternative zur Monilia-Bekämpfung, die eine ganz brauchbare Wirkung hat, aber keine so gute wie in den erstgenannten Mitteln wie Compo Duaxo Universal Pilzfrei. Präparate, die für den Hausgarten leicht erwerblich sind, die verlinke ich euch auch in der Videobeschreibung und den Kommentaren. Im Erwerbsobstanbau müssen wir jetzt bei den Präparaten, die eingesetzt werden, nochmal ganz stark zwischen biologischen und konventionellen Anbau unterscheiden.
Vor allem im biologischen Anbau haben dieses Jahr die allermeisten Betriebe trotz gesetzter Maßnahmen stark zu kämpfen, weil zwar Mittel verfügbar sind, diese aber nicht ganz so wirksam wie die konventionell verfügbaren Präparate. Die vorher genannten Möglichkeiten vom Hausgarten, die sind auch im Biolandbau möglich. Zusätzlich hätte man zum Beispiel auch noch Schwefelkalk als weitere Behandlungsmöglichkeit. Schwefelkalk kann vor der Blüte im weißen Ballonstadium auch mit Kupfer gemischt werden, würde ich aber auch nur vor der Blüte eine schwache Wirkung gegenüber Monilia zuschreiben. In die Blüte, da wäre ich mit Schwefelkalk vorsichtig. Er wirkt zwar nicht insektizid, aber er kann es für Bienen deutlich unattraktiver machen, vergrämend wirken. Die Befruchtungsleistung der Bestäubungsinsekten kann bei einem Schwefelkalkeinsatz in der Blüte deutlich nachlassen und man kann sozusagen einen ausdünnenden Effekt durch Schwefelkalkbehandlungen in der Blüte erzielen. Wenn also Schwefelkalk in die Blüte behandelt wird, dann würde ich es frühestens in die abgehende Blüte machen und nicht zu Beginn oder in die Hauptblüte. Zu Beginn oder in der Hauptblüte möglich wären meiner Meinung nach Kupferpräparate. Hier stehen im biologischen Anbau nicht nur Cupro for Flow, sondern auch andere Kupferpräparate zur Verfügung. Wie gesagt, bitte immer die länderspezifischen und auch kulturspezifischen Zulassungen unbedingt beachten. Und des Weiteren kann man auch noch auf Präparate auf Kaliumhydrogencarbonatbasis zurückgreifen, wie zum Beispiel Kumar oder auch Vitisan. Kumar enthält dazu auch ein Netzmittel und ist deswegen etwas regenbeständiger als Vitisan. Diese beiden Präparate, die sind jetzt auch sehr gut geeignet für eine Behandlung zu Beginn und auch während der Hauptblüte, so wie auch zur abgehenden Blüte. Was auch noch möglich ist, um die Wirkung etwas zu verstärken, ist es, Kumar mit einer geringeren Dosis Kupfer zu mischen. Der Behandlungszeitpunkt mit all diesen Präparaten, der sollte möglichst kurz vor einem Niederschlag erfolgen. Wenn ein sehr großer Niederschlag, zum Beispiel 20 mm plus gefallen ist, dann ist es im Bioanbau auch sehr interessant, direkt nach dem Niederschlag noch eine stoppende Spritzung hinzuzufügen. Hier würde sich jetzt Schwefelkalk besonders gut anbieten. Dieser kann auch aufs nasse Blatt ausgebracht werden. Präparate wie Kumar, die sollten hier auf jeden Fall vermieden werden, denn diese können auch Schäden an Blüten und Blättern anrichten, wenn sie aufs nasse Blatt ausgebracht werden. Vitisan ist hier etwas unkomplizierter, dieses ist rein formuliert und ohne den Netzmittelzusatz und Vitisan könnte auch aufs nasse Blatt appliziert werden. Wenn im biologischen Anbau nach der Blüte weitere Monilia-Behandlungen notwendig sind, dann würde ich hierbei vor allem Schwefelkalk einsetzen oder auch Kaliumhydrogencarbonat, also diese Backpulverpräparate in Kombination mit Netzschwefel. Mit dem Schwefelkalk würde ich allerdings 4 Wochen in etwa vor der Ernte aufhören, denn dieser kann auf den Früchten auch zeichnen. Eine zu späte Applikation mit Schwefelkalk, die ist dann auf der Frucht weiter sichtbar. Diese eben genannten Behandlungsmöglichkeiten nach der Blüte, die würde ich auch nicht nur als Option gegen Monilia sehen, sondern mit diesen deckt man auch gleich viele weitere Schaderreger gut mit ab. Wie zum Beispiel Mehltaupilze oder auch Sprühfleckenkrankheit bei der Kirsche und viele weitere. Jetzt kommen wir auch noch zu den Möglichkeiten im konventionellen Anbau. Wie gesagt, die länderspezifischen Zulassungen, die sind immer wichtig zu beachten. Ich nenne euch jetzt nur einige Präparate, ich habe mir ein paar herausgeschrieben. Eine sehr gute Wirkung haben zum Beispiel alle Produkte, die die Wirkstoffe Cyprotinil und Fludioxonil beinhalten. Und diese haben jetzt viele verschiedene Namen am Markt, wie zum Beispiel Switch, Botrephin, Sinclair Society oder auch Speech. Ebenfalls eine sehr gute Wirkung hat beispielsweise Signum, was wir auch gerne einsetzen, sobald Blätter an den Bäumen sind. Weitere Präparate wären zum Beispiel Luna Veggi oder Luna Experience, Teldor, Flint, Reviona und natürlich auch die biologischen Möglichkeiten wie Kumar, Vitisan und natürlich auch Schwefelkalkprodukte wie zum Beispiel Curatio. Genauso wie im Bioanbau würde ich auch im konventionellen Anbau vor der Blüte im weißen Ballonstadium die Kupferspritzung empfehlen gegen Bakterienbrand Pseudomonas syringae.
Wie gesagt, das wird dann oft in einen Topf geworfen. Die Symptome nach einer Infektion sehen sehr ähnlich aus. Und ich glaube, dass in der Vergangenheit nicht selten Pseudomonas-Infektionen mit Monilia verwechselt wurden, weil sich die Symptome so sehr ähneln. In der heurigen Saison 2024, da handelt es sich aber wirklich zum absolut überwiegenden Teil um Monilia-Infektionen. Und diese sind vor allem auch dadurch begründet, dass es lange kühles, feuchtes Blühwetter gegeben hat, in ganz vielen Regionen auch mit einem sehr großen Niederschlag. Mindestens 20 bis teilweise sogar 50 mm sind da in der Marillenblüte gefallen. Das sind einfach Paradeinfektionsbedingungen, da muss man mit Infektionen rechnen. Jetzt gerade blühen hier die Weichseln neben mir und diese haben ein warmes und trockenes Blühwetter. Und da gibt es heuer sicher bei Weitem nicht so ein großes Risiko, wie es bei den Marillen der Fall ist. Wenn es aber auch hier spätblühende Sorten nächste Woche trifft, bei uns sind kommende Woche Niederschläge vorhergesagt, dann würde ich bei Weichseln unbedingt empfehlen, möglichst knapp vor dem Niederschlag eine Maßnahme der Wahl zu treffen. Abschließend in diesem Video möchte ich mit euch noch teilen, wie unsere Strategie im heurigen Jahr ausgesehen hat. Wir sind nämlich sehr erfolgreich, würde ich sagen, mit der Monilia-Bekämpfung gewesen. Ich habe bis jetzt keine Monilia-Zweige in unserem Betrieb gefunden. Unsere Strategie hat so ausgesehen, dass wir die Vorblütespritzung im weißen Ballonstadium mit Kupfer zwar machen wollten, aber schlichtweg die Möglichkeit dazu nicht hatten, weil erstens es sehr warm war und dieses Stadium zu schnell vorbei war und in dieser Phase ständig Wind mit im Spiel war. Es waren einfach keine passenden Bedingungen, um Pflanzenschutzmittel einzusetzen. Darauf sollte man natürlich auch noch immer Acht geben, Abdrift vermeiden. Die Pflanzenschutzmittel, die eingesetzt werden, sollen auf den Pflanzenteilen landen, auf denen sie auch wirklich landen sollen und nicht irgendwo. Weil die Bedingungen für einen Einsatz eines Pflanzenschutzmittels nicht gereicht haben in diesem Jahr, haben wir diese erste Spritzung ausgelassen. Anschließend haben wir zu beginnenden Blüte einmal mit dem Präparat Switch behandelt und dann zur Vollblüte einmal mit Signum. Dazwischen war ein starker Niederschlag mit ca. 35 mm. Diese beiden Behandlungen in der Blüte haben bei uns dieses Jahr ausgereicht, damit wir Monilia frei geblieben sind. Ganz, ganz viele Kollegen, vor allem im biologischen Anbau, die haben trotz einer eigentlich guten Strategie, die auch in 8 von 10 Jahren absolut ausreichend wäre, in diesem Jahr trotzdem Infektionen gehabt, weil die Mittel an sich nicht so wirksam sind wie die im konventionellen Anbau. Wir wünschen euch gesunde Marillenbäume. Falls ihr doch irgendwo Monilia entdecken könnt, dann schaut, dass ihr jetzt schnell einen Gesundungsschnitt durchführt, bis ins gesunde Holz zurück. Und mit diesen Tipps aus diesem Video seid ihr hoffentlich dann auch im nächsten Jahr Monilia-frei. Ich wünsche euch eine reiche Ernte und bis zum nächsten Mal. Schöne Grüße aus der Wein- und Marillenstadt Poisdorf. Ciao.